Color Grading besteht aus zwei Schritten. Zum einen aus der Color Correction. Hier passen wir die Belichtung des Clips an. Wir retten überbelichtete Stellen und machen zu dunkle Bereiche wieder sichtbar. Als zweites kommt das Color Grading. Hier kommt die Magie ins Spiel. Durch viele verschiedene Funktionen können wir alle Farben des Clips anpassen und somit einen einzigartigen Look erzeugen. Wenn du diese zwei Schritte beherrschst, dann hast du tausende Möglichkeiten, deine Clips einzigartig zu graden. Und genau darum erkläre ich dir diese zwei Schritte heute im Detail. Aber bevor wir damit starten, kommen erstmal wichtige Grundlagen. Woraus besteht eine Farbe? Zum einen aus dem Farbton selbst und zum anderen aus der Sättigung. Das ist die Intensität des Farbtons. Diese geht von Grau bis zur Farbe. Als letzten Bestandteil haben wir die Luminanz. Das ist die Helligkeit der Farbe. Umso mehr Weiß wir hinzufügen, desto heller wird sie und umso mehr Schwarz, desto dunkler. Diese drei Eigenschaften kennen wir im Englischen unter Hue, Saturation und Luminance. Abgekürzt also HSL. Im zweiten und letzten Teil der Grundlagen kommen wir jetzt zur grafischen Visualisierung des Kontrasts und der Farben unseres Videos. Das bedeutet, wir können mit verschiedenen Anzeigen den Kontrast und die Farben viel detaillierter anpassen. Viel detaillierter, als es mit unserem normalen Auge möglich wäre. Dafür gibt es einige Anzeigen, die für uns interessant sind und die schauen wir uns jetzt in Premiere Pro an. Die erste der drei Anzeigen ist die Waveform. Aus dieser können wir die Belichtung und den Kontrast unseres Videos ablesen. Je ausgedehnter die Anzeige ist, desto kontrastreicher ist das Video. Im unteren Bereich finden wir dunkle Stellen und im oberen Bereich helle Stellen. Das Video wird von links nach rechts auf die Waveform projiziert, was man am Laptop in der Mitte sehr gut erkennen kann. Unser Ziel für die perfekte Belichtung wird es später sein, alle Werte so in die Länge zu ziehen, dass von 0 bis 100 IRE alles abgedeckt ist. Die Parade ist ähnlich zur Waveform, jedoch unterteilt in RGB. Das Vektorskop ist ein kreisförmiges Diagramm, in dem die Farbinformationen eines Bildes überwacht werden. Es misst die Sättigung vom Zentrum nach außen und vorhandene Farbtöne in einem kreisförmigen Muster. Im Optimalfall sollten alle Farben innerhalb des gekennzeichneten Bereichs bleiben. Es hilft uns beispielsweise, natürliche Hauttöne zu erlangen, indem wir darauf achten, dass die Orangewerte entlang dieser Linie laufen. Falls du an dieser Stelle schon weißt, was ein LUT ist, schau gerne mal in den zweiten Link in der Beschreibung. Dort findest du mein neues LUT-Pack und ein kostenloses Beispiel-LUT. Falls du noch nicht weißt, was das ist, kein Problem. Später in diesem Tutorial werden wir genau darauf eingehen, was das ist und wie du das innerhalb von wenigen Sekunden anwenden kannst, um die Farben deines Videos komplett anzupassen. In der Color Correction ist unser Ziel jetzt erstmal, unser Bild so anzupassen, dass alle Schwarzwerte und Weißwerte perfekt passen. Und auch, dass die Farben und die Temperatur passt. Und das schaffen wir eben anhand dieser angezeigten Graphen. In Premiere Pro habe ich über Fenster die Lumetri Farbe und Lumetri Scopes aktiviert. Hier links sehen wir die Lumetri Farbe. Hier finden wir alle möglichen Einstellungen, die wir später fürs Color Grading und für die Color Correction brauchen werden. Und hier rechts die eben angesprochenen Lumetri Scopes. Über dieses Werkzeug hier unten habe ich die aktiviert. Diese drei Sachen passen wir jetzt in der Praxis an. Und zwar mit Hilfe der Lumetri Farbe. Hier haben wir so viele verschiedene Regler, die ich euch jetzt erklären werde. Ich betätige die aber meistens nicht mit der Maus, sondern eigentlich immer mit meinem Loopdeck CT. Das ist eine externe Bearbeitungskonsole, mit der mein Color Grading Workflow um einiges effizienter ist. Ich kann viel schneller diese ganzen Bedienfelder hier bedienen und meine Bilder und meine Videos viel schneller color graden. Wie genau das damit funktioniert, zeige ich euch später im Video. Ich mache das Ganze jetzt aber mit der Maus und Tastatur, damit ihr mir wirklich folgen könnt. Im ersten Schritt müssten wir jetzt die Belichtung anpassen. Ich muss noch einen Schritt mehr machen als du wahrscheinlich, weil ich mit meiner Kamera in einem sogenannten Log Profile gefilmt habe. Das bedeutet, meine Kamera filmt nochmal kontrastloser, dadurch bleiben in den hellen, überbelichteten Stellen nochmal mehr Informationen und auch in den unterbelichteten, dunklen Stellen nochmal mehr Informationen. Dadurch kann man überbelichtete Stellen eben zum Beispiel noch besser retten. Wenn du jetzt normal mit deiner Kamera oder mit deinem Handy gefilmt hast, kannst du diesen Schritt überspringen. Auch wenn es eh nur ein Klick ist, ich muss hier nur unter Eingabe LUT das S-Log 3 zu Rec 709 wählen. Und jetzt können wir die Belichtung mal präzise anpassen. Unser Ziel ist es, wie gesagt, dass wir diesen weißen Bereich hier auf 0 runter strecken und auf 100 hochstrecken. Und hier unten sind die dunklen, die Schwarzwerte. Und darum beginnen wir auch einfach mal hier unten mit Schwarz und ziehen das Ganze nach links. Und zwar so lange, bis dieser untere weiße Bereich eben an 0 andockt. Das ist bei mir jetzt der Fall, wenn ich auf circa minus 4G. Jetzt sehen wir, das ist an 0 und als nächstes kümmern wir uns um die hellen Stellen. Das Weiß können wir jetzt ordentlich nach oben ziehen. Bei mir jetzt sogar fast auf 70, weil der Clip
etwas zu dunkel gefilmt wurde. Und dadurch ist das Ganze jetzt schon viel ausgedehnter und wir sehen auch im Bild, im Vorher-Nachher hier, dass wir ein viel helleres und kontrastreicheres Bild haben. Jetzt können wir mit den weiteren Einstellungen noch zum Beispiel ein paar Informationen retten in den hellen Stellen. Bei den Glanzlichtern zum Beispiel, wenn wir diese jetzt nach links ziehen, verdunkeln wir praktisch hellere weiße Stellen und können im Himmel noch ein paar Informationen retten. Die setze ich jetzt mal auf minus 50 und dann in den Schatten können wir das Bild nochmal kontrastreicher machen. Und der Unterschied zwischen Schatten und Kontrast ist jetzt, dass bei Schatten wirklich nur die dunkleren Bereiche dunkler gemacht werden. Bei Kontrast werden die helleren Bereiche heller und die dunkleren Bereiche dunkler. Und ehrlich gesagt verwende ich den normalen Kontrastregler hier auch so gut wie nie, weil man das eben viel detaillierter über diese vier Einstellungen hier unten machen kann. Auch der Belichtungsregler hier oben ist bei Videos ganz gefährlich. Sobald du da auch nur auf plus 1 gehst, kommt schon Rauschen ins Bild. Also vom Belichtungsregler würde ich dir auf jeden Fall mal abraten. Wir sehen schon, wir kommen hier genau an die 100 und auch fast genau an die 0. Und so muss jedes Video ausschauen, damit es den perfekten Kontrast hat. Im zweiten Schritt passen wir jetzt die Sättigung unseres Bildes an. Das ist relativ easy. Wir setzen die Sättigung hier jetzt zum Beispiel auf 120. Ich will in diesem Fall nämlich wirklich ein kräftigeres Bild und darum ist es auch mal okay, wenn wir hier ganz leicht über diesen Bereich hier rauskommen. Wir sehen also, in dem Bild ist relativ viel Rot, Orange und Gelb, weil, ja, es ist ja auch wirklich alles orange. Das Gebäude hier ist beige, wir haben einen Sonnenuntergang. Allgemein würde ich bei dem Bild jetzt sogar etwas mehr Orange bevorzugen, damit wir noch ein bisschen die Sonnenuntergangsstimmung raufbekommen. Darum können wir jetzt im dritten Schritt den Weißabgleich anpassen. Wir sehen schon, der blaue Bereich ist hier etwas höher als der rote in diesem Bereich. Aber dafür hat der rote hier einen guten Ausschlag rechts. Und das ist halt wirklich auch hier der rechte Teil vom Bild, weil hier einfach Sonnenuntergang war. Das heißt, da darf es orange sein, da darf ruhig der Ausschlag sein. Und hier ist halt ein bisschen mehr Himmel. Darum ist es hier blauer. Aber ich würde unser Bild nach Geschmack jetzt aber dennoch ein wenig wärmer machen, selbst wenn das jetzt nur 20 oder 30 Schritte sind. Falls dir dein Video danach jetzt zu rosa oder zu grün erscheint, kannst du das Ganze mit der Färbung hier noch etwas anpassen. Die Color Correction für diesen Clip haben wir jetzt also abgeschlossen. Jetzt hast du aber vielleicht mehrere Clips von derselben Location und möchtest sie möglichst ähnlich belichten. Dafür gibt es folgenden Trick. Wir gehen unter Farbräder und Farbabgleich und wählen die Vergleichsansicht. Dann kannst du links einen Referenzframe festlegen. Hier ist es schon Sekunde 1, Frame 2. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, sehe ich, dass rechts das aktuelle Video angezeigt wird. Und das gleiche sehen wir in der Waveform. Wir sehen links vom Referenzframe die Waveform und rechts von unserem aktuellen Video die Waveform. Um die Belichtung jetzt vom linken Clip zu übernehmen, gehe ich einfach auf diesen, wähle in den Effekteinstellungen die Lumetri-Farbe und kopiere sie mit Steuerung C und füge sie mit Steuerung V in diesem Clip hier wieder ein. Dadurch sehen wir direkt, wie sich die Belichtung hier verändert und das Einzige, was wir hier anpassen sollten, sind vielleicht wieder die Weiß- und Schwarzwerte. Schwarz darf hier weiter nach unten gehen und Weiß ist hier vielleicht etwas zu weit oben. Das setzen wir entsprechend auch runter. So passt das Ganze schon viel eher. Die Schatten würde ich auch noch etwas runterziehen, damit wir nochmal mehr Kontrast haben. Das können wir dann jetzt wieder erneut kopieren und auf unseren dritten und letzten Clip setzen. Hier nochmal etwas anpassen, den Schwarzwert wieder erhöhen und auch Weiß erhöhen. Schreib gerne mal in die Kommentare, welchen Clip du gerade gradest oder nach diesem Tutorial gradest. Würde mich interessieren, welche Videoarten hier so vertreten sind. Wir haben als Ausgangslage jetzt also drei Clips, bei denen die Belichtung identisch ist und können uns darum jetzt zum nächsten und letzten großen Schritt machen, dem Color Grading. Unser Ziel hierbei ist es, die Farben des Videos so anzupassen, dass sie unserem gewünschten Vibe, unserer gewünschten Stimmung entsprechen. Und das will ich hier mit einem sehr beliebten Farblook, dem Orange and Tea Look, erzielen. Und der ist so beliebt, weil eben die Hautfarbe Orange vertreten ist und deren Komplementärfarbe Blau. Dadurch entsteht zwischen den Personen und allen anderen Objekten ein sehr guter Kontrast. Um mit dem Color Grading zu starten, erstelle ich in unserem Projektfenster hier jetzt mal eine neue Einstellungsebene, drück OK und ziehe die auf unsere Videos drauf. Das macht es uns leichter, den Farblook, den wir jetzt erstellen, über alle anderen Videos zu ziehen, denn alles, was wir jetzt auf diese Einstellungsebene anwenden werden, wird auf die darunter liegenden Clips mit angewendet. Das Ziel ist es jetzt, das Orange in dem Video beizubehalten, aber alles, was nicht orange ist, bläulicher zu machen.
Und das schaffen wir hier mit HSL sekundär. Das steht eben für Hue, Saturation, Luminance, also Farbton, Sättigung und Luminanz, was wir vorher gelernt haben. Und mit dieser Pipette hier können wir dann direkt unsere Farbe auswählen. Davor müssten wir unter Farbräder und Farbabgleich aber noch die Vergleichsansicht deaktivieren. Im nächsten Schritt gehe ich mal auf HSL sekundär und kann jetzt hier mit der Pipette eine Farbe auswählen. Zum Beispiel hier das Orange auf meinem Arm und dann, wenn ich hier einen Haken setze, sehe ich, was Premiere Pro markiert hat. Wenn ich hier Farbe slash Grau ausgewählt habe, bedeutet das, alles was farbig ist, ist aktuell markiert und alles was grau ist, ist nicht markiert. Und wir sehen schon, ich habe auf den Arm geklickt und Premiere Pro hat irgendwie mein T-Shirt markiert. Vielleicht, weil ich auf irgendein Haar hier geklickt habe oder sonst was. Aber mit dieser Plus-Pipette können wir jetzt nochmal mehrere Farben auswählen und dadurch wird der Farbton, die Sättigung, die Luminanz, die wir hier ausgewählt haben, nochmal erweitert. Aber auch das hilft jetzt in diesem Fall nicht. Also Premiere Pro macht da nicht immer einen ganz so guten Job. Das heißt, wir müssen das jetzt manuell ein bisschen anpassen. Und zwar ziehe ich diese Hue mal etwas länger hier am oberen Dreieck. Und dadurch haben wir jetzt eben den roten Bereich hier bis zum gelben Bereich abgecovert. Ich aktiviere mal die Farbe Grau hier. Und unter Sättigung brauchen wir natürlich alles, was jetzt gut gesättigt ist, damit wir wirklich das Orange erwischen. Und jetzt kommen wir unserem Ziel schon mal näher. Die Luminanz darf natürlich auch nochmal um einiges breiter gezogen werden. Dann sehen wir schon, jetzt markieren wir wirklich so die orangenen Stellen. Jetzt haben wir mal ganz gut alles Orangene ausgewählt und wollen die Auswahl invertieren, weil wir wollen ja nicht das Orangene, sondern genau das Gegenteil. Alles, was nicht orange ist. Das haben wir jetzt ausgewählt und über dieses Farbrad hier unten können wir diesen Bereich jetzt ins Bläuliche ziehen. Ich deaktiviere davor hier noch die Vorschau und jetzt ziehen wir das mal etwas nach rechts unten ins Bläuliche. Und wir sehen direkt, dieser Hintergrund hier im Vorher, Nachher wird bläulich. Und das können wir jetzt so extrem oder so dezent machen, wie wir wollen. Hier sehen wir nur mal, dass es wirklich funktioniert. Das macht einen Riesenunterschied und wir haben hier viel mehr Farbe ins Bild reinbekommen. Wir können jetzt noch einen weiteren Schritt machen und zwar eine zweite Lumetri-Farbe hinzufügen, auf der wir jetzt etwas ändern. Und zwar unter Kurven, die vorletzte Kurve hier, Luminanz versus Sättigung. Das heißt in dem Fall, wir wählen die Luminanz aus und ändern die Sättigung. Luminanz ist die Helligkeit und in dem Fall ist links alles dunkel und rechts alles hell. Was ich jetzt will, ist, in diesen Schatten hier, wo es eigentlich schwarz ist, ist es jetzt auch bläulich geworden, aber ich will den Schwarzwert komplett beibehalten. Darum wähle ich hier einen dunklen Bereich aus, also alles, was wirklich ziemlich dunkel ist, ziehe ich von der Sättigung her nach unten, sodass in diesem schwarzen Bereich jetzt kein Blau mehr zu sehen ist. Und um das intensiver zu machen, ziehe ich das noch weiter nach rechts und so funktionieren eben die Kurven. Ich zeige dir das nur noch mal ganz kurz, weil hier auch drei Kurven sind, mit denen du sehr gut rumspielen kannst. Zum Beispiel Farbton versus Sättigung. Wir wählen den Farbton aus und ändern die Sättigung. Sprich, ich wähle jetzt hier diesen orangenen Ton und ziehe den nach unten. Und wir sehen, das Orange bzw. Rot ist komplett verschwunden. Und so kannst du auch mit den Kurven hier etwas arbeiten. Die Farben sind jetzt verändert, aber zum Color Grading gehört es jetzt auch noch ein paar Highlights hinzuzufügen. Zum Beispiel will ich, dass mein Gesicht jetzt mehr heraussticht. Das ist jetzt so vor diesem Hotel. Ich will es heller machen, damit man es besser erkennt. Und dafür ziehe ich jetzt nochmal eine leere Einstellungsebene nur auf diesen ersten Clip, markiere sie und gehe oben unter einfache Korrektur mal auf weiß und setze das heller, vielleicht so auf plus 50. Und dadurch sehen wir im Vorher-Nachher, Vorher-Nachher, dass alles heller wird, aber eben auch mein Gesicht. Ich will das jetzt aber natürlich aufs Gesicht beschränken, darum gehe ich in den Effekteinstellungen auf die Lumetri-Farbe und klicke auf diese Ellipse hier, welche dann automatisch eine Maske für uns erstellt. Das heißt, die Lumetri-Farbe wird nur in diesem Bereich, den wir jetzt markieren, angewandt. Das Wichtige ist jetzt, dass wir das Ganze etwas größer ziehen und eigentlich auch, dass wir erstmal dahin gehen, wo unser Clip jetzt beginnt.
nämlich hier. Hier sehen wir aber noch kein Gesicht, also ein bisschen vor, würde ich sagen, dann eben einfach mal zu dem Bereich. Warum genau, sage ich gleich. Wir legen das Ganze jetzt eben erstmal hier drauf und vergrößern das nochmal, dass wirklich das gesamte Gesicht eingeschlossen ist. Das ist auch wichtig. Warum genau? Dazu kommen wir jetzt. Weil, damit dieser Kreis hier auch wirklich immer auf meinem Kopf bleibt, müssen wir den tracken. Das geht über dieses Play-Icon hier. Dadurch wird die Maske jetzt automatisch immer auf meinem Gesicht platziert, weil wir mein Gesicht ausgewählt haben. Wie wir sehen, verfolgt die Maske jetzt also durchgehend mein Gesicht. Ich stelle die weiche Maskenkante jetzt noch auf 90, damit das alles etwas smoother ist. Und die Maskenausweitung auch vielleicht auf etwa minus 10, damit wir die Maske jetzt nicht in der Größe ändern müssen, aber diese einfach kleiner ist und wirklich nur meinen Kopf umschließt. Vielleicht sogar minus 30. Vorher, nachher. Also wir sehen, das Gesicht ist viel heller, der Fokus wird mehr darauf gelenkt und das kannst du immer mit Gesichtern machen oder eben mit Objekten, auf die du die Aufmerksamkeit lenken willst. Kommen wir mal dazu, was LUTs sind. LUTs sind Lookup Tables und in diesen Dateien ist einfach Information gespeichert, wie sich die Farben deines Videos anpassen sollen. Ich habe unseren Clip jetzt nochmal ohne Color Grading, nur mit Color Correction hier und wir versuchen den gleichen Orange and Teal Look nur nochmal ein bisschen perfektionierter und besser mit einem LUT zu erzielen. Ich ziehe dafür nochmal eine leere Einstellungsebene auf unser Video, klick die an, geh unter Kreativ und wähle bei Look eben ein LUT aus. Und du siehst auch schon, hier unten gibt es 6 verschiedene LUTs von mir. Und wir klicken einfach mal eins an, das erste, und sehen, wir bekommen direkt einen besonderen Orange and Teal Look. Das ist nicht so einer wie den, den wir gerade erstellt haben, sondern einfach nochmal viel perfektionierter und detaillierter. Und das war mein Ziel mit 6 neuen LUTs, die ich jetzt erstellt habe. Die findest du im zweiten Link in der Beschreibung zum Download. Ich habe auch so viel Zeit hineingesteckt, damit sie möglichst flexibel sind für jede Kamera, für jede GoPro und auch möglichst jede DJI-Drohne. Und ich bin mir sicher, das ist mir super gelungen. Ich verwende sie schon seit Monaten jetzt für meine Videos und es ist richtig cool, einfach Zeit zu sparen und damit noch seinen besonderen Look hinzubekommen. By the way, das war es eigentlich schon, wie man LUTs anwendet. Ich kann hier gar nicht mehr erklären, außer dass du noch die Intensität hier anpassen kannst, wie stark dieses LUT jetzt angewandt werden soll, aber das war's schon, was LUTs angeht. Kommen wir zu 2 Tipps für besseres Color Grading. Tipp Nummer 1 ist das Loopdeck CT, eine externe Bearbeitungskonsole, die deinen Videoschnitt-Workflow vereinfacht und beschleunigt. Mit den Tasten 1 bis 3 können wir zwischen folgenden Workspaces wechseln: Videoschnitt, Color Grading und Sound Design. Jede einzelne Taste des Loopdecks können wir individuell belegen. Dafür gibt es unter anderem die Loopdeck Setup Software. Alle denkbaren Funktionen lassen sich verschiedenen Touchbuttons, Drehrädern und Knöpfen zuordnen. Wenn du es einfach halten willst, kannst du auch die durchdachten voreingestellten Settings verwenden. Aber was haben wir jetzt hier alles für Touchbuttons und Drehräder? In der Mitte ist ein Touchpanel mit 12 Tasten und seitlich davon jeweils 3 Wheels. Mit denen können wir Einstellungen viel präziser und schneller steuern. Zum Beispiel ändern wir beim Color Grading oft den Schwarz- oder den Weißwert und das kann man mit diesen Wheels perfekt umsetzen. Unten in der Mitte ist ein großes Drehrad mit einem weiteren Touchbutton in der Mitte und hierauf lege ich mir sehr gerne so Schnittfunktionen und beim Drehen spule ich einzelne Frames vor oder zurück in der Timeline, um perfekt durchnavigieren zu können. Diese Bearbeitungskonsole spart mir also nicht nur Zeit, sondern verbessert auch meinen Workflow und bald ja vielleicht auch deinen. Außerdem fühlt man sich mit dem Loopdeck CT wie in einem eigenen kleinen Color Grading Studio. Hol dir dein Loopdeck CT über den ersten Link in der Beschreibung. Das ist ein Affiliate-Link, also wenn du über diesen Link kaufst, bekomme ich eine kleine Provision, ohne dass das Produkt für dich teurer wird. Tipp Nummer 2. Neben der Anpassung der Farben lohnt es sich häufig auch noch, die Schärfe einzustellen. Und das ist bei mir vor allem bei GoPros und bei DJI-Drohnen der Fall. Und das mache ich auch übers Loopdeck CT. Ich kann ganz einfach über Creative Corrections das Creative Panel öffnen und mit dem Drehrad dann im Detail die Schärfe anpassen. Ich setze das meistens so um die 30.
Das waren jetzt nur einige wenige Funktionen vom Loop Deck. Auch unabhängig von Premiere Pro kannst du es für Photoshop, Lightroom und viele weitere Programme einsetzen. Welche genau erfährst du, wie gesagt, im ersten Link in der Beschreibung. Und es gibt ein zusätzlich verfügbares Travel Case für das Loop Deck CT. Und da es nicht allzu groß ist, eignet es sich bestimmt auch perfekt zum Reisen. Wenn du aus diesem Video jetzt was mitnehmen konntest, lass mir gerne ein Like und auch ein Abo da. Und demnächst kommt, wie ich schon mal angesprochen habe, meine Premiere Pro Masterclass, in der Color Grading auch nochmal ein spezielles Thema sein wird und wo wir noch tiefer ins Detail gehen. Wenn du daran interessiert bist, schau gerne unten in die Beschreibung und trag dich für die Creator News ein. Dort erfährst du dann rechtzeitig, wenn die Premiere Pro Masterclass online verfügbar ist und du sie starten kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen, schreib gerne dein Feedback in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao. Honestly, I don't know who the fuck to trust.